So, damit herzlich willkommen, mein Name ist Serneke. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Escape Room, der kranke Kollege. Und zwar geht es darum, unser Kollege ist krank und wir müssen jetzt, wir gucken einfach mal nach, wie es ihm geht. Und wir einige Tage nichts mehr von ihm gehört haben. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe das Tutorial aktiviert, dass wir mal auch wissen, was hier Sache ist. So, okay. Walk up to the dormant mit WASD und move to lock directly at it. Alles klar. Also mit WASD bewegen wir uns. Ah. So, you can grab the mat now. Crosshair, right, purple. Alles klar. By holding. So, wir können die Fußmatte können wir nehmen. Und können sie dann auch so... Ah, 1, 2, 3, 4. Okay. Perfect. Do your way. With it, just a release. Okay. Nice. You may take a release objects more quickly. If you don't need to inspect then... Alles klar. Rechte Maustaste können wir die Objekte einfach anheben. Und dann wieder ablegen. Wir können es auch noch wegschmeißen. No use newly, quick skill, plastic card. Okay, sollen wir die Plastikkarte nehmen? Und können die in den Schlitz schieben. Mit der linken Maustaste. Yeah. So, jetzt brauchen wir noch den Code. Das war 1, 2, 3, 4. Congratulations! You mastered the art of entering room, but how about escaping? So, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt in den Raum reingekommen, aber kommst du auch wieder raus? So, viel Spaß bei dem Spiel. Und wenn du mal nicht weiterkommst, dann... kannst du auch Sachen wegschmeißen. So, ha. So. Okay, wir können auch springen. Machen wir es wieder zu. Können wir das aufmachen. So. Ha. Maybe the yellow sticky notes need to be some in was? Special order? Aber H ist doch Hint. Okay, mal kurz gucken. Autoplay. Crouch. Control. Okay. Ah, cool, hier können wir auch ranzoomen. So, dann mal rein. Jo, okay. Gut, jetzt sind wir im Raum drin. Susanne, Rebecca, Luisa, Isabella. Okay, da sind... Okay. Ah, guck mal. Nee. Drei. Zwei. Sieben. Okay, wir werden wahrscheinlich hier ordentlich puzzeln müssen.
3. Warte mal, 3. Hier. Eins. Eins, zwei, drei. Acht. Tu es mal alles am Tisch. Müsste das 4 sein, ne? Okay. Warte mal, die tun wir erstmal weg. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Guck mal, die Tassen und die Teller passen jeweils immer zusammen. Das wäre doch schon mal irgendwie ein Rätsel. So würde ich sagen. Oh, guck mal, eine Taschenlampe. Okay, ich weiß jetzt momentan damit noch nicht wirklich was anzufangen. Deswegen machen wir die schnell erstmal dahin. Haben wir noch was drin? Noch eine Kiste. Gekreuzt, Blue, Yellow, Gray, Orange. Oh, guck mal. 2 gleich 5. 3, 9. 2 gleich 5. Okay, da ist uns nichts mehr. Okay, sind das die Frauen oder? Oh, da ist noch was. 2, 4. 1 gleich 3. Das gehört, glaube ich, mit zu dem Rätsel hier. Aber mehr ist hier auch nicht. Okay. Tresor, dann stellen wir mal hier oben drauf. Nee. Okay. Da brauchen wir auch noch einen Code. Okay. Was haben wir hier noch? Sonntag S, HH, PF, B. Noch Schachfiguren drin. Was haben wir hier? 1, 3, 3 gleich 7. Zwei, vier, drei, eins, drei, drei gleich 7.
7. Drei, neun, zwei gleich fünf. Tittidin, zwei, eins, zwei, drei, vier. Das wäre doch zu viel. Das ist ja viel zu einfach, glaube ich, oder? Nope. 1, 2, 3, 4. Das ist auch nischt. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. 3 gleich 7. 1, 7. 2 gleich 5, warte mal. 2 gleich 5. 2 gleich 5, 3 gleich 7. 1 gleich 3. 1 gleich 3. Warte mal. Also 3.3, 5. 7. 3, 5, 7. Auch irgendein 3. 3, 5, 7. 3, 5. Wow. Ja, schön. Barb in this house on the bench. Beach. So, das ist Barbara und die wird gerade beobachtet an ihrem Strandhaus. Das ist ja krank. Okay. Gut, dann haben wir das Rätsel schon mal gelöst. Tun wir das mal irgendwo weg. Erstmal. Von wir da hin. So, das haben wir alles hier. Okay, was ist mit euch? Das haben wir schon mal erreicht. Hier ist auch nichts drin. Okay, dafür brauchen wir einen fünfstelligen Code. Okay, ich glaube, das ist einfach nur so ein random Foto, glaube ich. Okay, den können wir auch bewegen. Oh Gott, was? Jungvase, Thailand. Okay. Okay, warte mal. Machen wir hier mal weiter. Susanne, Rebecca, Luisa, Isabella.
Muss man die Namen vielleicht nach dem Alphabet ordnen? Könnte sein, oder? Könntest du ja mal probieren. Okay, warte mal. Isabella. Okay, dann müsste das 3702, 3702. Probieren geht über studieren, würde ich sagen, ne? 3 7 0. Geil. Jetzt haben wir ganz viele CDs. Die gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. 3. Hier sind auch keine mehr. Okay, was ist das? Ich kann es nicht lesen, das ist so klein. Very Easter Road 3F. Easter Road 3F, okay. Das sind Straßen. Das sind Straßennamen, was kann ich damit anfangen? Barbara in ihrem Strandhaus. Schach, Schach. Wieso ich darauf komme, keine Ahnung. Könnte das sein? Ja, F. Vier B. Steht da? Zwei A. Ja. Zwei A. Hier F. Okay, warte mal. Ah, My Queen. Ach, da kann man sich auch näher rangehen. My Queen, 2A. Okay, meine Königin. Königin auf 2A. Das ist die Königin. Okay, du warst 2A. Warte mal, dann holen wir dich mal weg. Okay, meine Königin 2A. Was war das noch?
Das war My Queen. Was haben wir hier noch? Not much to it above Pawn Shop. Abt 4b. Very Catholic. Easter Road 7f. Der Uhr. Hat der auch vier Codes? Vier Codes. Acht, zwei, acht, zwei, sieben, eins, acht, zwei, sieben, eins. Probieren. Acht. 2, 7, 1, nein, das ist es nicht. 8, 2, 7, 1 ist es nicht. Ja. Na. 3. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich hätte da eine Idee. 2. 8. 10. Ich brauche was zum Schreiben. Ich habe nie was zum Schreiben da. 10. Warte mal, war das jetzt? Das war. Warte mal, wir müssen den hier nehmen. Den zuerst. 1. 7 sind 8. Also das waren 10, 8, 10. Zehn, 7. Acht, zehn, sieben, sieben. Acht, zehn, sieben, sieben. Acht, zehn, sieben, sieben. Zehn. Warte mal. 81077. 1077. Zehn, sieben, sieben. Zehn, sieben, sieben. Oder hat er auch eine 10? Nee, ne? Da ist ein Schlüssel drin. Da brauchen wir auch mal einen Schlüssel für. Ach, zehn, sieben, sieben.
8 und 2 sind 10. 8, 10, 7, 7. Was könnte das sein? 8, 10, 7, 7. 8, 10, 7, 7. Brauchen die Schlüsselkarte, um wieder rauszukommen hier. 10, 7, 7. Sieben, sieben. Können wir auch nichts ausleuchten oder so? Zehn, sieben, sieben. Nassrum vielleicht? Null, sieben, sieben. Nee. Sieben. Plus 2 sind 10. 7. Plus 1 sind 8. 3. 4 sind 7. Nee, ich bin noch nicht frustriert, noch nicht. Null, sieben, sieben. Könnte denn das sein, ey? Können wir mit 8, 1, 7, 7 probieren. Nö. Sieben, sieben. Da, ist denn noch irgendwas unterm Tisch? Den Schlüssel brauchen wir, um diese Kiste zu öffnen.
Tja. Das ist ja auch nicht. Das haben wir schon. Ist da noch irgendwas drauf? Nee. Okay, warte mal. Ups. Not much to it. Above pawn shop. 4B. 4B. 2A. B. Very Catholic. Easter Road 7F. 7F. Ich glaube, wir brauchen noch mehr von diesen Schachfiguren. Mit den Bildern des Rätsels haben wir auch noch nicht gelöst. Ist aber auch nichts mehr drin. Zehn, sieben, sieben. Acht, zehn, sieben, sieben. Okay, wer immer das sein soll. Oder so. Sunday. Badam, badam. So, vielleicht hier nochmal gucken. Kolongvase, 14. bis 16. Jahrhundert, Thailand, Minneapolis, Institute of Art. 1416. Mehr als probieren geht nicht, ne? 1416. Ne, vielleicht aber auch nicht dafür. 1, 4, 1, 6. Mehr haben wir ja gar nicht, ne? Das ist ja schon offen.
War da noch irgendwas drin? Ich glaube, nee, da war auch alles zu. Das Schachbrett eigentlich nehmen? Lampe da ist. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt, das nächste Rätsel muss irgendwas mit diesen Tellern sein, ne? 10, 7, 7. Bin ja immer noch hierfür, ne? 8. Eins, null, sieben, sieben. Das war 2. So, das war 1, richtig? So, 1. 1 plus 7 sind 8. So. Zwei. Plus 8 sind 10. Das war 4. So, die beiden. 4 plus 3 sind 7. Das hier 3. Plus 4 sind 7. 4, 1, 0, 7, 7. 8, 1, 0. Was übersehe ich? Ah, oh, bin ich doof. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab es. Ich glaube, ich hab's. Warte mal, das machen wir jetzt mal so. Das ordnen wir uns alles schön an. Ich glaube, ich hab's. So, das ist Teller 1, ne? Ja. Also der erste Teller ist 7. Sieben, 8. 4, 3. 7, 8, 4, 3. Nicht doof. 7, 8, nein. 4. Okay. Cool. Das gucken wir uns gleich mal an. Juhu! Und tschüssen. Was haben wir noch? So ein
Okay. Wir nehmen erstmal den hier. Da sind die Schachfiguren. Okay. So, Chess Pieces. King, Queen, Bishop, Knight, Rook, Pawn. Pawn, Bauer. Okay, der Bauer muss wo drauf? Der Bauer muss wo drauf? Auf 4b. Okay, also der Bauer muss auf 4b. Der Bauer muss auf 4b. So, die Königin muss auf 2a. So, der Läufer. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Läufer, wenn ich das richtig gelesen habe. Der Läufer müsste der hier sein, ne? Nein. Hallo? Der Läufer müsste der hier sein. Der Läufer. So, wo muss jetzt der Läufer hin? Queen 2a, das haben wir. Rekatholik. Easter Road 7f. 7f. Ja, geil. Sag mal. Großmeisterin. Das sieht aus wie für so ein Ding hier. Okay. Okay, das ist jetzt in der Ecke. Muss halt richtig. Muss richtig platziert werden. So. Das muss halt richtig in die Ecke rein, glaube ich. So. Und jetzt drehen. Okay, was haben wir hier? She calls it blue, yellow, gray, orange. 3, 1, 2, 5. 3, 1, 2, 5. 3, 1, 2, 5. Haben wir hier noch irgendwo einen Code? 3, 1, 2, 5. 3, 1, 5. Da, der Safe. Der Safe. 3, 1, 2, 5. Ja. So, Panzerknacker haben wir uns jetzt hier freigeschaltet. Wie creepy, Alter. 981. Das sind Haare, ne? Mal dahin. So, gucken wir uns gleich erstmal in Ruhe an. Ups. Rote Haare. Guck mal, rot. Brünett und blond. Rot. Und blond. Tja, ist nur die Frage, ist sie jetzt blond? Oder ist sie blond? Ich würde es ja so rum machen, glaube ich. So, dann haben wir 981 173 658.
658. So, ich habe jetzt auch nichts weiter gefunden. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen bescheiden gesucht. Aber was ich gefunden habe oder mir eingefallen ist, ich habe hier noch diese Kärtchen. So, das ist ja hier einmal. Das ist Barbara, Clara und Daphne. So, jetzt müssen wir halt nur gucken, wer ist hier wer. So, eins gleich drei. Ich keine Ahnung, ich würde es einfach mal random probieren. 2, 4, 6, 5, 8. 1 gleich 3. 2, 4, 6, 5, 8. Probieren wir es einfach mal. Ich keine Ahnung. Zwei, vier, sechs, fünf. Okay, das wusste ich nicht. Geil. Jetzt haben wir einen Imbus. Haben wir hier? Ich habe den Dings nicht gesehen. Okay, der ist bestimmt für hier. Nice. So, legen wir mal hier drauf. Das Riesenknüppelding, ey. Okay. Was zur Hölle? Detektiv in. Okay. Boah, alles mit Früh ausgelegt hier. Was macht denn unser Kollege für Blödsinn? Der ist, so wie ich das sehe, glaube ich, ist das ein Mega-Stalker, oder? Warte mal, ich hole mir mal die Taschenlampe, weil hier in so einem Raum braucht man einfach so eine Taschenlampe, würde ich sagen. Zack. Ich geh mal gucken. Okay. Emma. Emma. Boah, wieder Zahlencodes. Hier ist so ein Drehcode, würde ich sagen. Okay. Rücken. So ein Dings hier. Looks like I have a preference. Krass. Kranker Typ, ey. Okay. Kitchen. Okay, das sind Sicherungen. Use as segments. Kitchen, Bathroom, Living Room, Bedroom, Corridor und Studio. Okay. Splash.
Okay, was bringt mir da jetzt? Irgendwas drin lesen oder so? Oder ist er einfach nur da? Sieht bestimmt Halloween mal so als Kürbismann verkleidet oder sowas. Okay, den stelle ich mal hier hin. Okay, jetzt haben wir hier eine Karte. Nein. So. Jetzt haben wir hier eine Karte. Okay. Tja. Alle ausmachen. Was haben wir denn hier? Memories. Ibuprofen. Valium. Chloroform. Scheren. Tja, Emma. Emma, 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 Emma. Da ist ein Loch. Emma. Ist aber auch echt bescheiden. Okay, das hätten wir. Okay, was? Ach, das ist eine Kamera, ne? Das ist so eine Umme-Ecke-Kamera-Dingenskirchen. Warte mal, ich habe doch hier ein Loch gehabt. Boah, ist das creepy. Was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Muss eigentlich irgendwas sehen, ne?
Da. Alter. L, R, L. Boah, jetzt brauche ich wirklich was zum Schreiben. Links 5, rechts 35, links 0. Links 5, rechts 35, links 0. Links 5, rechts 35. Ups. Warte mal, wir müssen wieder auf 0, ne? Sekunde. Wir müssen wieder auf 0. So. Links 5. Links 35. Warte mal, warte mal. Also, links 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann rechts 35. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35 und rechts 0. Und rechts 0. Das kotzt mich gerade voll an. Also links 5. Okay, ich trottel. Ich trottel. Also links 5, rechts 35, rechts 0. So, jetzt. Okay. Oktober 21 at Nina's Place. Ups. Momentan very cold. Es war ein regnerischer Tag und es war kalt. Sie kommt um 7 Uhr nach Hause, macht das Licht an im Korridor, also im Flur, legt ihre Sachen weg und wechselt in gemütliche Klamotten. Ich kann sie nicht im Schlafzimmer sehen. Sie macht leider immer das Licht aus. Die in der Küche macht sie sich immer Essen im Ofen. Dann geht sie in den, dann geht sie ins Wohnzimmer. Und macht immer nur Kerzen an. Romantisch. Vielleicht liest sie wieder. Have to lockpick to find out what books she likes. Ich habe noch nicht rausgefunden, welche Bücher sie mag, aber das werde ich noch tun.
Um 9. She suddenly jumps up, hurrying in her study. Can't see what she doing, but I guess the light off. So um 9 Uhr springt sie auf und geht schnell. Aber ich kann nicht sehen, was sie tut. Vielleicht ist sie arbeiten am Computer. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich komme wieder um 11 Uhr. Macht sie die Kerzen aus. Dann geht sie ins Bad. Ohne Licht. So wie gestern. Verdammt. Dann geht sie ins Bett. Ich warte bis Mitternacht. Aber kein Lebenszeichen. So, das war's heute Nacht. Ich muss das nächstes Mal besser planen. So, ich werde jetzt gehen. Vielleicht ist Miriam noch, wach. Alter, ist der fertig, ey. Guck mal hier. Adressen. Sehtori Text. Only for those the best hair colors. Anne. Coffee Shop, Belinda, Barbara nach Holland Street 8, Karina in der Garage, Stamford Street, Doro, Great Tower Street 9, Villa District, Daria, Daphne, Service Staff at Billiard. Alter, was für ein kranker Typ, ey. Das ist ja nicht umsonst der kranke Kollege, ne? Okay. Guck mal. Nein. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee mit diesem Brief hier. Ich habe eine Idee mit diesem Brief hier. Okay, also. Also. 7 Uhr, switches light on the corridor. So, Küche. Zwar in der Küche. In the kitchen, some of the oven, walks in the living room. The kitchen prepares some meal in the oven, walks into the. Okay, also Kitchen. Kitchen war 1. Kitchen war 1. Light on her corridor. Haben wir den Korridor hier auch? Korridor 5. 5 ist an. So, Schlafzimmer. Shut the night. Study, can't see what you're doing. Computer screen is working. The kitchen prepares some meal in the oven. Walks into the living room. Only candles. Romantic. Living Room 3. Das war auch aus. Bathroom. Kitchen. She. Okay, im Badezimmer hat sie auch nur Kerzen angehabt. Das hat sie ausgemacht. 2. Zack.
so einer Küche. Ich übersehe doch was. Also, ne, sie kommt um 7 Uhr. Switch the light on her corridor. Also, Flur ist an. Korridor. 5. 5 ist an. So. Put lights her on corridor. So. Puts down her stuff and change in her. Come for closer. Can you see? Can't see her in the bedroom. Also, bedroom. 4. Ist das Licht aus? Can't see her in the bedroom. Can't see her in the bedroom. Makes the light in there annoying. Then kitchen prepares her meal in the oven, walks into the living room. So, die Küche ist an. Die Küche ist an. Kitchen 1 ist an, ja genau. On. Das haben wir im Oven, walks into the living room. Only candles. Romantic. So, living room 3 ist aus. Sind ja nur Kerzen. Transferring the study. Can't see what you're doing, but I guess the light of her computer screen is on. She working. Study. 6. Study is off. Okay, Bams. Elektriker, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, das ist echt krank. So, was haben wir jetzt hier? Holland Street, Union Street, Tooley Street, Byward Street, Dock Street, Abbey Street. Okay. New Kent Road 4. Sechs. Acht. Also 6. Ne, warte mal. Also Coffee Shop 8, 9. 1, 5. 6. Scheiße. Okay, lass mal gucken. Noch mal hier hinlegen. Zack. So. Womit fangen wir an? So, ich habe mir mal ganz kurz was zum Schreiben besorgt, weil ich glaube, ich muss hier mal bestimmt ein paar Sachen aufschreiben. Warte mal. Was haben wir denn hier? Pass auf, ich habe den Holland Street. Holland Street. Was haben wir noch? Die Byward Street.
Bywood Street, dann haben wir die Dock Street. Union Street. Die Tooley Street. Und dann haben wir noch die Abbey Street. Abbey Street. Okay, dann haben wir ja hier unser Lexikon. Warte mal. Ups. Na, komm schon. E. So, pass mal auf. Wir haben den hier Anne L. im Coffeeshop in der Holland Street. Holland Street 8. Dann haben wir die Bywood Street. Wen haben wir noch in der Bywood Street? Bywood Street. Bywood Street 6 ist die Vivian. 6. Dann haben wir die Dock Street. Ich schreibe immer die Namen dahinter. Vivian. Und in der Holland Street war Barbara. Barbara. So. Die Dock Street. Wer ist denn in der Dock Street? Die Dock Street. Hier ist niemand in der Dock Street, oder? So, die Dock Street haben wir nicht. Coffee Shop, Holland Street, Stamford Street. Aber die Dock Street ist nicht dabei. Nee. Dock Street haben wir nicht. Die Union Street. Die Union Street. Die Union Street. Union Street der Johanna. Union Street. Aber das ist auch keine Hausnummer. Die Tooley Street. Tooley Street. Tooley Street 1. Da ist die Giselle. So, dann haben wir noch die Abbey Street. Die Abbey Street. Iris. Acht, sechs, eins. Sechs, eins. Haben wir irgendwie so einen dreistelligen Code? Ich glaube nicht, ne? Ui, guck mal. Hier noch zwei Botteln. Wasserstoffperoxid. Irgendwas? Nee. Memories. Erinnerungen. Da haben wir noch einen Code, warte mal.
So, warte mal, 861 würde ich jetzt mal sagen. Eins, sechs, acht. Eins, sechs, acht. Nö. Das ist jetzt blöd. Aber wir müssen mal gucken, wo die Straßen sind. Also Holland Street. Wo ist denn die Holland Street? Ist die ganz oben? Holland Street. Dann die Byward Street. Okay, dann könnte es 681 sein. 681. 6. 8. 1. Ach so. 861. Nein. Die 681 vielleicht? Irgendwas mit diesen drei Zahlen, das ist richtig. 168, was ist denn noch? Was haben wir denn hier noch? Und dann hatten wir noch die Tooley Street. Wo ist denn die Tooley Street? Abbey Street? Tooley Street. Also würde ich ja mal sagen. 6.1. 6, 8, 1. Die Byward Street ja oben, ne? Genau. Das ist die 6. Dann die 8. Holland Street 8 und die Tooley Street 1. B, V oder G? Also nochmal. Oh, ist das hier. Also Holland Street. Holland Street, da ist die Barbara eine 8. So, dann haben wir die Byward Street. Die Byward Street. Die Byward Street. Das ist die Vivian. Das ist die 6. Und dann die Tooley Street. Die Tooley Street.
816, oder? Richtig oder nicht richtig? 816. Würde ich jetzt mal behaupten. Das hier richtig? Oh, Alter. Komm runter. 8, 1, 6. Yes! Ja, Mann. Und da ist die Keycard. Da ist die Keycard. Wir können raus. Wir kommen raus. Oh, Baby. You have escaped. So. Stunde 52 haben wir gebraucht. Geht eigentlich. Your discovery is still fresh in your mind. You call the police and tell them what you found. Also, du hast die Polizei gerufen und hast ihnen erzählt, was du gefunden hast. Sie suchen nach deinem Kollegen und haben ihn gefasst bei dem Versuch einzubrechen in Barbaras Strandhaus. Er wird festgenommen und geht für 2 Monate ins Gefängnis. Barbara ist sehr dankbar und lädt dich zum Essen ein. Nach dem Essen wirst du schläfrig. Aber das ist so, dass deine Schläfrigkeit nicht nur allein vom Alkohol kommt. Aber es ist zu spät. Als du aufwachst, findest du dich selbst in einem Lagerhaus, in einem geschlossenen Lagerhaus. Die Tür ist zu, aber das soll eine andere Escape Story werden. Und wird ein andermal gespielt. Ja, sehr geil. Highscores, ja, los. Immer rin. So, hier, Speedrunners, 3 Sekunden. Krass. Ja, cool. Ja. Das war Escape Room. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen und ein kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns in der ja, nächsten beim nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.